Hallo liebe Zuschauer von Du hast die Macht, Falk von Wissen der Kisten hier. Ein wichtiger Bestandteil unseres politischen Systems sind bekanntermaßen die Parteien. Parteien, das sind Organisationen, in denen sich Menschen mit gleichen oder zumindest ähnlichen politischen Ansichten engagieren und im besten Fall regieren können. Im Bundestag sind ja derzeit 5 Parteien vertreten, die CDU, die FDP, die Grünen, die Linken und die FDP. Aufgrund der 5% Wählerstimmen, die eine Partei braucht, um in den Bundestag überhaupt einziehen zu können, kann sich diese Anzahl natürlich im September bei den Bundestagswahlen ändern, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn euch interessiert, wie diese Bundestagswahlen überhaupt funktionieren, da habe ich schon ein Video zu gemacht, das findet ihr hier. Heute soll es aber wirklich um die 5 Parteien gehen, die derzeit im Bundestag vertreten sind, und zwar in Form eines kleinen Quiz. Ihr bekommt gleich einen kurzen Ausschnitt aus der Geschichte oder auch aus aktuellen Nachrichten rund um eine Partei zu hören und müsst danach entscheiden, um welche Partei es sich gehandelt hat. Das Ganze geht über 3 Runden, weil ihr natürlich in der ersten Runde schon eine Partei erratet, könnt ihr in der zweiten Runde nur noch 4 Parteien auswählen und in der dritten Runde nur noch 3. Los geht's mit Partei A. Viel Spaß! Ob Partei A derzeit an der Regierung ist, wird hier natürlich nicht verraten, das würde das Ganze viel zu einfach machen. 2 Titel trägt Partei A derzeit aber auf jeden Fall. Zum einen ist Partei A mit dem Gründungsdatum vom 27. Mai 1875 die älteste deutsche Partei. Zum anderen ist sie mit derzeit 474.000 Mitgliedern die größte Partei. Der Vorsitzende von Partei A ist schon seit 36 Jahren politisch engagiert und war sowohl Ministerpräsident eines großen deutschen Bundeslandes als auch Bundesminister für Natur, Umweltschutz und Reaktorsicherheit. In Sachen Geschlechtergleichheit ist Partei A der Wirtschaft übrigens weit voraus. Schon seit 1988 gibt es eine Quote in der Partei, die besagt, dass alle Vorstände und Delegationen mit mindestens 40% jeden Geschlechts besetzt sein müssen. Seit 1949 war Partei A 29 Jahre lang an der Regierung Deutschlands beteiligt. So, jetzt seid ihr aber an der Reihe. Handelt es sich bei Partei A um die CDU, FDP, SPD, die Linke oder die Grünen? Wenn ihr es wisst, einfach auf die jeweilige Partei klicken.